Um einiges früher als erwartet wählt das Vereinigte Königreich am 4. Juli ein neues Unterhaus. Und alles deutet auf einen historischen Machtwechsel hin. Nach 14 Jahren konservativer Regierungsführung sprechen die Umfragen eine klare Sprache. Die größte Oppositionskraft Labour liegt 20% vor dem taumelnden Tories. Die Regierungspartei um Premierminister Rishi Sunak droht das schlechteste Ergebnis in ihrer fast 200-jährigen Geschichte. Aktuelle Umfragen sagen den Konservativen eine desaströse Niederlage voraus. Sie liegen bei 20% und deutlich hinter Labour mit 41%. Der rechtspopulistischen Partei Reform UK unter Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage werden 17% prognostiziert, den Liberaldemokraten unter Ed Davey 11%. Die Grünen landen mit 6% auf Platz 5. Damit nicht genug. Als erster Premier der Geschichte könnte Sunak sogar seinen eigenen Wahlkreis verlieren und damit seinen Sitz im Parlament. Dementsprechend groß ist die Panik im Tories-Lager. Unentwegt ruft der noch Regierungschef die Wähler dazu auf, in die Zukunft statt in die speziell unter seinen Vorgängern Boris Johnson und Liz Truss turbulenten Vergangenheit zu blicken. Schuld an der miesen Regierungsbilanz sind in erster Linie externe Faktoren wie die Corona-Pandemie oder die Folgen des Ukraine-Kriegs, so lautet das konservative Mantra. Ganz anders sieht das der renommierte britische Politikwissenschaftler Tim Bale von der Universität of London in Krone-Gespräch. Sunak habe es in den 20 Monaten seiner Amtszeit nie geschafft, ein eigenes Profil zu entwickeln. Er war von Anfang an dem Untergang geweiht. Sunak hat, wie man bei uns sagt, einen Schierlingsbecher geerbt. Er hätte die Initiative ergreifen müssen, um tatsächlich etwas bewirken zu können. Nur wenn er glaubhaft versichert hätte, dass es signifikante Unterschiede zwischen seiner Regierung und jener von Liz Truss und Boris Johnson gibt, hätte er eine Chance gehabt. Dies habe der 44-Jährige aber grandios verabsäumt. Sunak habe sich den Rückhalt in der eigenen Partei erkaufen wollen, indem er sich mit Leuten aus den Kabinetten Truss und Johnson umgab, die ihre Jobs trotz fehlender Leistung behalten durften. Auch wenn der Pool an fähigen Politikern, die für wichtige Posten in Frage kommen, nicht tief sei, zeigt dies eindrücklich, wie schwach sein Mandat war, so der Professor. Es gab nie ein Anzeichen, dass es Sunak gelingt, sich von seinen beiden Vorgängern zu distanzieren. Er hat den Wählern nie gezeigt, dass er ein neuer Besen ist, der gut kehrt. Die Chance, dass Sunak das Ruder noch herumreißt, tendiert gegen Null. Die Wirtschaft strauchelt, das staatliche Gesundheitssystem NHS ist marod, die Kontrolle der illegalen Einwanderung funktioniert kaum. Zu viele britische Wähler sind überzeugt, dass die Tories in den vergangenen Jahren in essentiellen Bereichen komplett versagt hätten.